Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinos des Survival. Und ich muss ganz kurz das machen, genau, sonst tappe ich mit der Maus wieder raus. Wir gucken, ob wir den Canyon hier irgendwie umgehen können. Allerdings scheint... Nein, das geht nicht, schade. Also müssen wir doch nochmal durch die Pflanzenfressermenge mit dem Raptor. Als ob die Galimi muss nicht schon nervig genug sind und ein Umrennen und wir fast tot sind. Ja. Und wir leider auch nur noch halbvollen Hunger haben. Da ist ein Bus. Da drüben sind Container. Da gibt es bestimmt wieder guten Loot, aber auch viele Raptoren. Ja, da sieht man sie schon. That bus. If I could move it, it might bridge the gap. Maybe one of these dinos could do the heavy lifting. Der da. Dann ganz kurz Lagerfeuer und speichern. Hey, big fella. Oh, bad idea, bad idea, bad idea, bad idea. Ha! So, wo bin ich jetzt? Und da fallen wir erstmal runter. Alles klar. Jetzt wissen wir, wie wir es nicht machen. Ja, jetzt wissen wir wirklich, wie wir es nicht machen dürfen. Also, wir müssen wegrennen, wenn der kommt. Komm. Hey, big fella. Oh, bad idea, bad idea, bad idea, bad idea. Ha! Und ganz schnell weg hier. Holy. Alter Schwede. Die Raptoren da drüben. Bleibst du jetzt hier an Kilo oder gehst du weiter? Was hab ich denn gemacht? Ich hab ihm nur mit einem Pfeil in den Hintern gepiekst. Mann, Mann, Mann. Aber bevor wir zur Brücke gehen, wir gucken, ob es hier noch ein bisschen was anderes gibt. Wenn wir jetzt schon einmal hier auf dem Weg sind, dann nutzen wir das natürlich aus. Gucken noch mal ganz kurz. Da ist schon wieder ein Raptor. Und da, wo Raptoren sind, ist meist eigentlich auch guter Loot. Und den habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Also es sah aus, als ob es da was gibt. Bei dem Raptor. Oder es war einfach nur eine Anhäufung von Steinen. Egal. In dem Spiel habe ich gelernt, hier ist alles möglich mittlerweile. So, wo ist unsere selbstgebaute Brücke? Da ist er.
Ein Kilo, du lässt uns in Ruhe. Sehr schön. Ach du Scheiße, sind das viele. Das ist ja ein ganzes Nest von Raptoren. Ja. Der erste ist down. Eins. Zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Ich höre aber noch einen. Aber wir können erstmal ganz in Ruhe uns das Fleisch snacken. Bevor wir uns um den anderen Kollegen kümmern. Der ist jetzt nämlich dran. Oh, das sind ja noch ein paar. Das sind ja noch. Ach du Scheiße! Es tut mir jetzt leid für die Munition. Scheiße, hier da drinnen rennt halt immer noch einer rum, den ich nicht sehe. Da unten ist noch einer. Da war er. Der letzte Dude. Ach, diese Scheißfliege gerade. Hier rennt noch einer rum. Das hört man richtig schön. Oh! Leck mich am Arsch, du blödes Mistvieh. War das jetzt alle? Ja. Holy! Ey, nur noch drei Magazine für die Waffe. Und nur ernsthaft drei verkackte Eier. Aber das haben wir erledigt. Wir essen kurz was, speichern dabei und ja. Oh, Gesundheit voll, Essen ist auch fast voll.
Das gefällt mir dann doch schon irgendwo. Den haben wir schon abgeerntet, ja. Oh, hier ist noch ein Nest. A nest. I can take some eggs. So, Eier haben wir jetzt komplett voll. Wir haben Eier. Leider gab es hier keine Waffe, das ist schade. Und die Frage ist, müssen wir da lang oder da lang? Wir laufen da lang. Mal schauen, was uns da erwartet. Außer noch mehr Raptoren. Da ist wieder Wasser. Ah! Warum kommt der dann einfach so rumstolziert? So ein Arschloch. Oh, da hinten geht's nicht weiter. Kann man hier hoch? Ein bisschen tricksen hier, so. Nein, man kommt nicht weiter. Wir müssen den T-Rex umlaufen. Ich habe keine Lust, mich mit dem anzulegen. Das geht halt einfach nicht anders. Ich glaube nicht, dass das... wo haben wir's? Das MG irgendwas bewirkt. Ich glaube nicht, dass das was bewirkt. Da ist ein Triceratops. Okay, hier sind... Halt mal dein Maul. Hier sind wieder Stadtmauern. Oh, Raptor. Oh, Krokodile. Und wir müssen über das Wasser. Ernsthaft? Scheiße. Das Wasser, das ist zu laut. Hier sind zwei Raptoren. Und drüber kommt man wohl anscheinend auch nicht. Aber wenn doch, wär's cool. So, der ist down. Der ist auch down. Man kommt doch einfach so rüber. Schön. Dann müsste man das sogar schaffen, noch hier abzuspeichern. Und ja, keine Ahnung. Außer wir sind hier halt schon einfach mal richtig auf der Seite. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.